allererste Mal, wo du deine Taten sehen wirst, ist, wenn Munkir und Nakir, diese zwei Engel, dich aufrecht erstellen wollen, die wollen dich aufrecht hinstellen und die wollen dich fragen. Da ist das erste Mal, wo du sehen wirst, was hast du vorausgeschickt. Weil die, meinst du, Munkir und Nakir kommen so, steh auf, wir wollen dir Fragen stellen? Nein, mein Bruder. Nein, meine Schwester. Die werden auf eine Art kommen, die du nicht gerne haben möchtest. Die werden kommen auf eine Art und Weise, die schreckhaft ist. Aber dann, wenn die von deinem Kopf kommen, kommt dein Gebet. Und hält sie auf. Und sagt, an mir kommst du nicht vorbei. Guck mal, das erste, die erste Tat, die du vorausgeschickt hast. Das Gebet. Wo ist das Gebet? Wo ist das Gebet? Weil danach kommen die anderen Sachen. Jetzt, wenn du nicht betest und du fastest im Monat Ramadan, die haben dich schon wach gemacht. Die sind schon gekommen. Wo ist das Gebet? Hier siehst du, ob du was vorausgeschickt hast oder nicht. Damit du verstehst, warum man dazu ruft. Warum wir das öfters, wir rufen nicht dazu auf, damit ich sagen kann, damit ich irgendwie mehr was davon ich habe als Ebu Aliya oder irgendein Ebu, der dazu ruft oder irgendein Bruder. Weil ich danach irgendwie mir Auszeichnungen machen kann auf die Schulter. Ich rufe dich dazu auf, weil ich weiß, was passieren wird. Weil der Beste aller Menschen uns das gesagt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat detailliert darüber gesprochen. Denkst du, ich habe mir das ausgedacht? Das ist Kalamu Rasul, alayhi salatu wassalam. Aber du sagst, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, aber du weißt gar nicht, was du hier sprichst. Wenn du sagst, Muhammad Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Wir hören nicht zu auf das, was er gebracht hat. Das geht so an uns vorbei, wie Märchen. Das Gebet kommt und hält auf. Dann kommt die zu deinem Recht, dann kommt dein Fasten. Dann kommt zu deinem Linken, dann kommt dein Zakat, dein Spenden. Unter deine Füßen, dann kommt dein gutes Benehmen, dein Verhalten, deine guten Taten. Stehen auf und halten diese Engel auf. Und dann sagen die Malaika, wach auf. Dann sagen die auf eine schöne Art, wach auf, wir wollen dir Fragen stellen. Weil wenn der Mensch in sein Grab aufsteht, in Barzakh, das ist eine ganz andere Dimension, ne? Stell dir nicht vor, jetzt stehe ich in der Erde auf, wie Zombie. Du bist in eine ganz andere Dimension, Bruder. Diese Welt ist für dich Geschichte. Hier gibt es kein Zurück mehr. Wieder als Wurm, Baum, nichts. Wer glaubt, der kommt zurück, lass ihn glauben. Es gibt kein Zurück. Wenn ein Mensch in sein Grab aufsteht, der will erstmal beten, der Gläubige, die werden sagen, warte, mein Rabbuk, mein Dinuk, mein Nabiik. Die werden dir Fragen stellen, wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Und du wirst antworten, wenn du diese Taten auch vorausgeschickt hast. Und wo drehst du dann nochmal deine Taten, was du vorausgeschickt hast? Wenn alles das vorbei ist, gibt es zwei Sachverhältnisse. Der Prophet hat nur zwei Sachverhältnisse gemacht. Für den Gläubigen und den Nichtgläubigen. Mama. Danach wirst du deine Taten, wenn die gut waren, in eine Form einer guten Person. Eine Person wird zu dir am Grab kommen, wohlriechend, gut aussehend, wird mit dir sprechen und wird fragen, wer bist du? Der wird dir sagen, ich bin deine gute Tat. Oder du wirst eine Person, die ist hässlich und stinkt. Und du wirst sagen, wer bist du? Geh weg, wer bist du? Er wird dir sagen, ich bin deine schlechte Tat. Also, o die ihr glaubt, fürchtet Allah.